So, perfekt. So gehört sich das. Jetzt kann ich in den verbotenen Wald und jetzt kann ich die Hauptstory auch weitermachen. Geht doch. So, ich bin nur ein bisschen überlegen, wie wir das sofort machen. Ich würde sagen, wir machen dann gleich eventuell einen kleinen Break. Das heißt, ich beende Hogwarts, wir speichern das. Dann gehen wir mal kurz rein, entweder rein in die Reactions. Also wir gucken uns dann ganz entspannt ein Video an, während ich am Essen bin. Oder ich beende den Stream gleich erstmal für eine Stunde, anderthalb Stunden. Fahr eben fix zum Netto, hol mir noch irgendwie einen Eistee, ess was in der Zeit und dann sehen wir uns um 18 Uhr dann nochmal wieder. Ich glaube, wir machen das sonst so, dass wir dann den Stream gleich erstmal fix, um 18 Uhr sag ich schon, um 18.30 Uhr circa. Die Mission machen wir aber noch. Hier bin ich, wie versprochen. Ja. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Nur Ravenclaws würden so weit reisen, um Wissen zu erlangen. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Ja, let's go. Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise wieder einfällt. Spinnen, Akromantula. Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Ach hier. Das ist nicht nur allein. Einfach auf dem Weg und an der Vogelkampfe. Meine Spinnen sind aber anfällig für gegenüber Feuer. Was? Einfach weitermachen. Was? Incendio. Was? Ey, 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 ey! Oh, ich krieg's irgendwie nicht auf die Kette, dass er dass ich quasi im perfekten Moment pariere. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal deutlich üben. Wer war das denn jetzt? Leviosa. Akio. Leviosa. Incendio. Hey. Leviosa. Akio. Incendio. Leviosa. Wow, Alter! Was? Die One-Hit-It? Starkes Viech. Das ist ja auch voll big. Starkes Viech. Deine Reise ist beendet. Tschüss, Mädel. Aber ich find's cool, dass ich jetzt schon mal ein paar mehr Flohflammen habe. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Akio. Leviosa.
Incentrum. Accio. Levioso. Protego. Expelliarmus. Hey. Levioso. Incentrum. Ah, das war zu weit weg. Hallo? Da kam doch keine Meldung jetzt, mal ernsthaft. Muss ich jetzt immer auf alles achten? Ich will das auf jeden Fall schaffen. Hallo, ist nicht schon wieder. Da kommt der Big Boss. Incendio. Accio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Boah, ist das ein starker Spinnenboss. Nein! Boah. Boah, war das ein Boss, Alter. Heiz ein. Incendio. Heftig. Ich muss einfach weitermachen. Incendio. Nein, nein, ich bin doch nicht ganz ernsthaft daran gestorben. An den kleinen Spinnen. Oh nein. Toll. Nö, dann gehen wir mal den anderen Weg. Ich muss einfach weitermachen. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jack doch überraschend verlässlich. Hier ist ein Tier. Knuddelmuff.
Hi, was bist du denn, Kleiner? Keine Ahnung, was ich mit denen machen kann. Werde ich, denke ich, mal noch früh genug herausfinden, wie ich die zähmen kann. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Auf jeden Fall sind die auch. Die sind auch sehr, sehr schön. Ach, da ist ja schon die Höhle. Da, genau wie Jektor es beschrieben hat. Intramuros. Ins Händler. Hier draußen wird euch niemand hören. Ranrock wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Angriff! Idioti! Akio! 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 Ins Akio! Wie kindisch! Akio! Akio! Hallo, warum? Oh, was war das denn? Diese Anhänger werden Randrock nichts mehr berichten. Das Kämpfen müssen wir auf jeden Fall ein bisschen üben. Das Kämpfen. So. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Sieht aber sehr schön aus hier. Revelio, diese Runen müssen etwas mit dem Öffnen dieser Tür zu tun haben. Wenn ich auf das Symbol schieße, leuchtet es, aber nicht lange. Ich muss alle drei entzünden, bevor sie wieder ausgehen. Naja. Allein. Dorthin muss das alles führen. Sehr nice. Jemand wird hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen könnte? Ja. Idioten. Nicht schon wieder! Akio! Ins Händler! Idioten! Akio! Ich fände auf! Hallo. Ey, als ob jetzt von hinten so ein Spuckball mich dann letztendlich rauskickt. Zentrum. Seriosum.
Ach hier, ins Handy. Ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen könnte? Ins Handy. Legioso. Accio. Incendio. Protego. Exterior. So, geht doch. Finde alle fehlenden Seiten. Dann gehen wir doch da erstmal rein. Da ist nämlich eine Schatztruhe. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich hier... Ich fasse nicht an. ...dass er nicht reingehen sollte. Nebioso, Accio. Incendio. Expelliarmus, Nebioso, Accio. Ey, die stehen nicht so weit weg. Legioso. Accio. Incendio. Ey, 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 ey. Hallo, es reicht. Legioso. Accio. Incendio. Also Ron würde hier in dem Dungeon auf jeden Fall hart abgehen. Mit dem wäre das gar nichts. Oh, cool. Also langsam lerne ich das Kämpfen auf jeden Fall ein bisschen mehr. Das ist zunächst erstmal sehr, sehr ungewohnt. Aber nach ein paar feinfühligen Stupser noch ein Rätsel. Nun, wenn Jack ist man eigentlich ist ziemlich drinne. Incendio. Legioso. Accio. Incendio. Da oben ist ja nur eins. Boah, das sieht so schön aus. So unfassbar schön. Wer hat hier wohl Gold verloren? Da kann ich nicht runter. Da kann ich aber hoch. Da nicht. Oh, Fat Coins. Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Gut, dass Jack dort da nicht runtergefallen ist. Accio! Ja, das Rätsel ist ja easy gemacht. Accio. Incendio. Ey!
Levioso! Levioso! Akio! Incendio! Levioso! Akio! Das war's? Das war's. Das war noch eine Truhe. Die will ich haben. Eine unberührte Truhe. Oh. Oh. Jektor war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Lol. Akio! Genau. Erstmal hier alles mitnehmen, was geht. Was ist hier noch? Rebellion. Nö, okay. Akio. Ey. Incendio. Seltsam. Cool. Ich hätte gedacht, dass Jektor an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Ich bin froh, dass Richard Jektor mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Oh, es gibt jetzt auf jeden Fall gerade richtig fett Loot in diesem Dungeon. Aber so richtig guten Loot. Das freut mich auf jeden Fall. Okay. Dann gehen wir doch mal hier runter. Da ist sie, die Brücke. Sie ist fast fertig. Noch mehr Spinnen? Oh. Die können Richard nicht behauptet haben. Levioso! Akio! Incendio! Levioso! Akio! Incendio! So, perfekt, eine ist schon mal raus. Nein. Jetzt machen wir hier aber keinen Scheiß mehr. Oh, nicht schon wieder ein dickes Ding. Alter. Da kommen direkt zwei solche fetten Viecher. Ich konnte eins nur in Schacht halten, indem ich das in eine Dauerkombo halte, aber das ist ja jetzt eine ganz andere Liga. Moin Lemmy, hey. Na? Alles klar? Da ist sie, die Brücke. Sie ist fast fertig. Wie geht's? Wie steht's? Oh ja, ganz gut, ne? Extrem. Hogwarts Legacy macht absolut Bock. Also ich bin wirklich komplett im Hype. Und ja, was ist für mal mehr? Zack. Und jetzt kommen nochmal die Fetten. So. Hast du es auch geholt, oder willst du es nicht holen? Ich will aber nicht zuerst auf die Riesen gehen. Ich möchte ehrlich gesagt kurz auf die, erstmal vorher auf die Kleinen gehen. Akio. Akio.
Zentrum. Region. Ach hier. Hey. Ich kann sofort meine Ulti machen. Ach hier. Im Zentrum. Diagnose. Ach hier. Exprotego. Exprotego. So, der erste Akromantula ist fast tot. Boah, das hat mich echt von unten hart getroffen. So, danke. Vielleicht holen, aber ich weiß es noch nicht, wann ich die Zeit dafür finden soll. Ja, ich kann es halt jedem auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Also das Game ist halt schon echt richtig geil, es catcht mich, absolut. So, wo gibt es noch mehr? Oder ist es diesmal nur eins? Das glaube ich irgendwie fast nicht. Doch, das ist tatsächlich nur... Nee. Ach. Ich muss mich nach dem Symbol umsehen. Hey. Drei? Hallo, wo sind denn drei? Revelio. Also da unten ist auf jeden Fall eine Truhe. Und das letzte. Okay, perfekt. Eine unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Okay. Perfekt. Da steht etwas Fettes. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Man kann hier diese Kristalliten, diese Mondsteine, kann man einfach zerschießen. Das heißt, die nehmen wir auch jetzt immer mit. Ich muss näher an Jackdaws Überreste herankommen. Und an die Seiten. Da stehen drei sogar. Die werden gleich sowas von lebendig werden. Oh, da stehen sogar noch mehr. Oh, schade. Diese Splitter sind wohl die Überreste von Ollivanders Zauberstab. Wenigstens kann ich die Seiten nehmen. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jackdaw. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Weiß ich nicht. Ich will erstmal looten. Looten! Da ist noch was. Wow, was kommst du jetzt plötzlich so nah? Ins Händen. Ach hier. Hey, wow. Ach hier. Ins Händen. Alter. Ah ja. Dankeschön.
Nicht mit mir. Oh, Feuer. Sehr effektiv. Okay, jetzt wird ein Vetter aktiv. Steht noch so weit weg. Jetzt komme ich. Es kommt zwei, oder was? Oh, das hat Schaden gemacht. Sehr stark, sehr stark. Geil. Oh, die Effekte, die sehen so, die Kampfeffekte, das haben die so gut gemacht. So langsam komme ich im Kämpfen echt rein, das sieht so schön aus. Das ist unheilig. Was war denn das? Das habe ich schon mal gesehen. Bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Wo bin ich? Oh nein, der Raum wird ja geflutet. Wie werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Das ist ja ganz mystisch. Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich hier rausgefunden habe. Ich hoffe auch. Ich glaube, ich muss hier die Dinger anzünden. Nö, kann ich gar nicht. Kann ich anzünden. Achso, jetzt geht's ja durch, jetzt geht's ja durch, alles klar. Wo bin ich hier? Okay. Das sieht ja richtig krass aus. Ach, erzähl keinen. Kann das sein? Oh. Alter. Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich Alter. Kenne Sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isadora Morgannock, als Sie in Hogwarts anfing. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen.
Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Na gut, ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Deine Verbindung zur Altmagie hat Talent plus 1 freigeschaltet. Du erhältst jedes Mal einen Talentpunkt, wenn du deinen Zaubergrad erhöhst. Du hast neue Talentpunkte, die du im Talentmenü in deinem Handbuch ausgeben kannst. Okay. Ah, okay. Raum der Wünsche. Schleichen, Haupttalente, dunkle Künste, Zaubersprüche. Was ist mit Raum der Wünsche? Haupttalente. Oh, das ist ja geil. Skillbäume, endlich. Okay. Aber es wird doch hier bestimmt irgendwie einen Schnellreiseport hingeben. Ganz stark, Alter. Ganz, ganz stark. Ich habe die Seiten und die Kartenkammer gefunden. Was soll ich mit dem Buch? Ah ja. Was haben Sie jetzt vor? Ach, diese Flimmenflammen, die reden mit mir. Jetzt habe ich es verstanden. Wollt ihr nicht mal öffnen? Nee, dann nicht. Dann bleibt er mal in Ruhe stehen. Machen wir es mal ein bisschen heller, sieht ein bisschen schöner aus, ne? Ich bin wieder in Hogwarts? Wann Professor Fig wohl zurückkommt? Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studie nicht vernachlässige. Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. Ja, cool. Noch ein Talentpunkt. Statue des schlafenden Drachen. Draco Dormiens Nunquam Titillandus. Bedeutet, kitzle niemals einen schlafenden Drachen. Das ist, by the way, das Motto sozusagen, das Slogan von Hogwarts. Objekte oder Gegner wegstoßen. Depulso. Sie die erforderlichen Aufgaben und suchen Sie mich in meinem Klassenzimmer auf. Stark. Jo, alles klar, machen wir. Aber für uns geht's jetzt erstmal in das Gemeinschaftszimmer. Unsere Flugstunde, wir kriegen den Besen! Wir machen doch kein Ende, wir machen jetzt sofort weiter. Aber erstmal eine Pause.